So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer Folge von The Witcher. Wenn ihr Druiden. Warum kann ich hier so weit hinliegen? Ist es wirklich passiert oder? Ja. Warum kann ich das da hinlegen und nichts anderes? Ich verstehe das Spiel nicht. Das ist komisch. Aber macht dir nichts. Ja, das letzte Mal haben wir alle Teile für den Spiegel gefunden. Ohohohoho. Wir schauen jetzt mal. Muss einen Handwerker finden, der den Spiegel zusammensetzen kann. Ja, das kriegen wir wohin. Dann müssen wir wieder ins Dorf zurück. Dann kann ich ja auch gleich mal gucken, ob da zufällig ein Fischer ist, dem ich den Brief geben kann. Ja, wir haben die Spiegel gesammelt, die Spiegelteile. Jetzt dürfen wir es zusammensetzen lassen. Ne, mit denen. Och, boah, nö. Den will ich eigentlich gar nichts zu tun haben, wenn ich ehrlich bin. Kann mal vorbeilaufen, dann funktioniert es ja. Teju. Als wenn das schon so ein Name steht, als wenn das ein besonderer wäre. Oh. Hier hinten kann ich runter. Ja, mal elegant durchlaufen. Jetzt kann ich jetzt wieder schnell laufen. Ohne Waffen. Oh Mann. Komm ich auch? Ach nö, komm. Eine Sache, die mir auch freut, wenn wir damit durch sind mit dem Spiel, das ist einfach nicht mehr dieses buggy Spiel ist, ne? Was sich vor gescheiten Aufnahmen weigert und so. Was mit irgendwelchen Rucklern und Codierungsüberlastungen bei keinem anderen Spiel hab. Ja, wie sie schon. Wo bin ich jetzt genau? Adams Haus. Adam ist jetzt Handwerker. Okay, gut zu wissen. Oh, ich kann die Waffe nicht zücken. Okay, ich glaube immer, ich bin dann langsam, wenn ich die Waffe nicht zücken kann. Kann das sein? Warum denn? Warum macht das Spiel das so? Ist nämlich schon ganz schön langweilig, hier so durchzulaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich aktiviere aber Map. Nö. Einfach mal mitnehmen. Why not? Ich kann jetzt auch bald das Ritual der Reinigung oder so machen. Irgendwie sowas. Hochzeitsgast. Ha! Ah, ja. Ja, tschüss. Also, über die Hochzeit haben wir gar nicht geredet. So, der Typ war sowieso komisch. So, oh. Sie ist tot. Oh, schade. Naja. Egal. Er ist der Oberbösewicht. Er ist Azar Javed. Na gut, war ja der. Zum Beispiel der, ne? Ah, Privatdetektiv damals auch. Preisgekrönte Kuh, ey. Zum Haus des Schmiedes. Wollte ich denn zum Schmied tatsächlich? Ja. Der Schmied kann Spiegel schmieden. Dann. Greetings. Bist aber nicht der Schmied. A wonderful aroma. I'm cooking a traditional Temerian sauerkraut stew. Any work for me? If memory serves, a witcher is like a magical warrior. I slay monsters, drowners, kikimors. I'll doubtless need you sometime. You must be an excellent cook. Oh, it's nothing. My husband slaughtered a pig, and I decided to make sauerkraut stew. I have other specialties. My stomach is rumbling. You're quite thin. I made ribs in mead yesterday. Care for some? Gladly. There you are, bless you. Farewell. I'm feeling under the weather. Ja, toll, ne? Erstmal beklauen. Geht mir jetzt ja halt wieder ein bisschen auf den Sack hier, ne? Warum kann ich jetzt nicht. Jetzt sei nicht hier. Achso. Affe. Greetings! Hello. How can I help the gentleman? Who might you be? Master Handyman, at your service. I handle repairs of all kinds, produce strange and non-standard objects, and I'm a capable creative blacksmith and carpenter. Can you reassemble a shattered mirror? For 100 orans. Your deal. Take the pieces. I'll pay you when you're done.
Im nächsten Spiel zurückkehren. No pain, no gain. No pain, no gain. Okay, das heißt, wir dürfen jetzt erstmal irgendwie warten. Ja, das mache ich ja immer gerne, ne? Ist hier jetzt vielleicht irgendwo ein Fischer? Wahrscheinlich nicht, ne? Will doch nur mein Brief abgeben. Das heißt, muss da wirklich wahrscheinlich irgendwo anders hin. Boah. Du vielleicht. Ich rede aber mit dir, vielleicht klappt's ja. Okay. Nicht mal als ein Nein. No pain, no gain. Schnauze. Fluss. Willst du Brücke? Seeufer. Ich meine, vielleicht, ne? Seeufer. Vielleicht ist er ja da. Da kann ich doch irgendwo pennen. Einfach mal ausprobieren. Uns eh Zeit totschlagen. Ein Lagerfeuer finden. Damit man nämlich unterkommen kann. Das hört sich an, ey. Ich meine, da kam ich ja ursprünglich her. Ups. Aber, weiß nicht. Vielleicht war da ja wer. Vielleicht auch nicht. Alles doof. Alles Mist. Was der Elvin. Seeufer, Badplatz der Nidja. Hier sind schon mal Lagerfeuer, mehr als genug, möchte ich behaupten. Das Lied ist doch nicht auch. Achso. Boot. Hütte des Fischerkönigs. Ja, da möchte ich doch hin. Genau da. Jetzt bin ich aber trotzdem noch langsam, oder? Oder bin ich schon schnell? Nee. Jetzt bin ich trotzdem lang. Ah, doch nicht. Nee. Oh. Gute Leute. Also kommt einfach den Weg lang, plötzlich wieder so eine zerfetzte Leiche. Und im Mutter-Universum ist einfach so, okay. Dann ist das halt so. Mach es einfach nur, damit es aktiviert ist. Warum sind hier so viele Orte der Macht? Was ist da los? Ich glaube in die falsche Richtung. Wird schon wieder Abend, kann das sein? Ja, ne? In der Hoffnung, dass der Kollege hier gleich drin ist. Nein. Arschloch. War nur Scheiße drin. Ups. Aber in der Truhe, da ist Geld drin, dass ich. Na, da. Ich hab's gesehen. Hab den Namen für eine halbe Sekunde einblenden sehen. Kann ein Boot benutzen. Wo soll mich das denn hinführen? Nach Vizima. Dann wäre ich da einfach instant geschlachtet. Game over. Hier vorbei. Ein Weg. Probier ich gleich mal, was passiert, wenn ich da reingehe. Greetings. You're the Fisher King, right? Und Elvin kommt. Well, I have a professional interest in the area. You see, I'm a Witcher. Any monsters in the lake? Amphisbenas? Dragonflies? Water creepers? No? I see. The lake's safe. While we're talking. I'd like to get a letter to Vizima. Thanks. Could I use your boat? Take care. Okay, ich habe den Brief nicht abgegeben, scheinbar.
Kann ich echt. Kann man echt wohin fahren? Kommen wir in der Visima oder wie sieht das aus? Schwarzschwalbeninsel. Aha. Okay, ich gehe hier fast unter. What the fuck? Was ist das? Für ein Ort. Irgendwas gedrückt. Herren des Sees. War mal die, die wir auch angesprochen hatten, oder? Ist wieder so eine nackte. Ich möchte eigentlich, warte mal. Oh, war ein bisschen anders. Welcome, Geralt. Forgive me. I don't remember your name. For you do not know it. But I know you, by reputation. I should warn you, Dandelion takes many liberties in his ballads. I have confidence in my source. The mermaid, Sheenaz. Mermaid? Yes. Why are you surprised? What did Sheenaz tell you? That you prevented conflict between the Prince of Aglaval and the inhabitants of the underwater city of Iz. Thanks to you and your friends, humans and the Vaudianoi of Iz tolerate one another. Encouraging. I hope all goes well here. Sheenaz mentioned your intelligence. I invite you to use it. Speak with the Vaudianoi chaplain and the human named Julian. Who are you? They call me the Lady of the Lake. Is that a talkative fisherman your servant? Servant, no. Women on occasion need men. To secure food and protection, naturally. I see. Hosts of knights once defended my honor, but that was long ago. My poor, sickly Fisher King alone remains. M'lady, they say I returned to life, but lost my memory. Can you help me? I know you didn't return by chance. First, you must answer. Do you believe in destiny? I am master of my own fate. I trust that in uttering those words, you understand their weight. Rejecting destiny renders you responsible for all your choices, good and bad. So be it. Strong in character, indeed. You will regain your identity. I honor your wish to forge your fate. Know that you bear both my blessing and my favor. Thank you, m'lady. I have one more question. Yes? M'lady, what happened to those hosts in shining armor? I fought the legend of the Holy Grail. My bold knights, I know not why, determined to embark on a mission. They claimed it their destiny to find the Holy Grail. Alas, my powers cannot vanquish destiny. I failed at guiding the poor wretches onto the right path. The Grail was never found? Just so. Know you the legend of the Grail? I lost my memory. Speak with a hermit watching over the graves of those brave seekers. Though boring, he knows the Grail's legend perfectly. I'll visit him. If you return intent on a mission of paramount importance, believe me, I can be unpleasant. Farewell. Okay. Ich kann ja, dass ich nicht an das Schicksal glaube und dass ich selbst in meiner Folge damit zurückbandlich bin. Das hört sich doch mal gescheit an.
So, das ist wirklich nur die Insel von der Alten hier? Scheinbar schon. Gut. I can't meditate with a fire out. Seems I have to light it first. Ja. Mach halt. Oh. Dann meditiere ich jetzt einfach nochmal, was weiß ich, wie viele Stunden. Einfach auf Sicherheit. Und dann kehre ich jetzt mal zum Schmied zurück, wa? Ich hab den, ich muss sogar mal gucken, den Brief an... Brief des Professors bereits im Abschicken. What? Oder... Achso, ne? War so ein Brief. Wo hab ich denn noch? Brief von Triss. Ah, der ist doch nicht mehr da, der Brief an Triss war. Aber da stand halt nicht sowas von wegen, ey, der entfernt. Na gut. Meinetwegen. Sitzt im Wasser oder hat sich da reingebackt. Mal kurz angucken. Nee, die sitzt. Alles richtig. Okay. Tschüss, ich will hier nicht mehr sein. Bin ich jetzt eigentlich auf der Map, auf der Karte, auf der Weltkarte meine ich. Achso. Dorf. Dorf. Felder. Tempelbezirk, Händlerviertel, Tempelbezirk. Schön, dass man sich auch alles umgegangen. Straße nach Visima. Wie auch alles nochmal steht. Irgendwie Sumpf, ne? Ja. Königreich des Nordens. Na gut. Bin sogar näher an Visima dran. Das heißt, da irgendwo ist Visima da hinten. Gucken wir uns die Cutscene nochmal rückwärts an. Und jetzt zurück zu dem Schmied. Eine lange Reise wird mal wieder. Aber nicht mit meiner Waffe. Dann geht's ein bisschen schneller. Wo muss ich überhaupt hin genau? Wohin genau? Ja, Spaß. Bin ich auf die Straße. Ich laufe auf der Straße, aber irgendwie auf der Map ist keine Straße. Doch, es ist doch eine Straße, aber links ist es irgendwie noch eine bessere Straße. Oder das ist irgendwie nur der Rand. Ich raff's nicht. Das Spiel ist komisch. Ah, macht ja nichts. Ups, das wollte ich nicht. Okay, es ist tatsächlich... Man kann muss ja gar nicht direkt zusammen miteinander tippen. Man kann auch so, noch trotzdem nur ausweichjumpen. Als wenn ich da hin könnte. Ah, ne. Sache wäre ein Haus, aber es waren nur irgendwie komische Blätter. Komische rote Blätter. Und unsichtbare Wand. Nee, doch nicht. Ich komme im geheimen Bereich, weil ich neben der Säule da weggelaufen bin. Ah, ist ja direkt der Eingang hier. Sehr schön. Schmied! Schmied Skywalker, hast du bitte meinen Spiegel fertig? Moonwraiths? Nonsense. Yes? Yes. Is my mirror ready? Like new. Now, 100 arins? Ich hab nicht genug Gold. Here. Maybe ich will herausfinden, ob der Spiegel funktioniert. Und wieder mal Gebietwechsel. Gott, ich krieg ja Kapitel 1 Flashbacks, ja? In Visima war das zwar auch schlimm, aber da war es irgendwie noch so innerhalb der Stadt. Stöbelstes Land, naja gut. Das muss, ne? Folgt Elvin mir eigentlich noch? Nö, der ist irgendwie tot, ich weiß es nicht. Hoffentlich, wäre schön, ich hasse ihn nämlich ein bisschen. Bin ich genau. Ich lauf nicht den richtigen Weg. Oder? Geh mal zu den Feldern, bin ich jetzt doof? Auch da, ne? Dann muss ich da lang. Toll, Leon, ey. Lauf erstmal den falschen Weg. Wenn das so schön nicht stressig genug wäre.
Was macht ihr heute noch so? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe nur langlaufe. Da habe ich nichts zu kommentieren. Tut mir leid. Ist halt langweilig. Kann ich nichts gegen tun. Boah, das ist aber wieder ein Hin- und Hergelaufe, ne? Mein Gott, das macht mich richtig sauer gerade. Ich will doch nur dieses Spiel durchspielen. Witcher 2 irgendwann mal spielen. Hallo Elven, ich hasse dich. Hab ich schon mal gesagt. Hier, warte mal, kann ich auf... Ja, okay, ich muss einfach wieder nur zurück an die Baum. Gut zu wissen. Ne, bevor ich sie eine Stunde lang rumlaufe und sie nicht finde. Oh, Riesenfelder hier. Ich meine, sieht ja ganz schick, ganz nett aus, aber... Ja, ja, ja. Aber... Okay. Follow the noon wraith. Come with me. Alina, gaze in the mirror. Alina? Ihre Animation ist hängen geblieben. So romantic. I am Alina. I must hurry. I am to marry soon. Alina, you're dead. Why do you say so? I feel wonderful. If a trifle cold. Strange. It's hot as hell. I must gather raspberries for my beloved. Why did Alina's soul refuse to leave? I can sense her happiness now that she's thinking about her wedding. She doesn't know she's a ghost. Maybe Nehelenia's mirror is not enough to break the curse. I heard a story of a noon wraith who wouldn't wed a Nilfgaardian, but I don't remember how it ended. A legend, you say? Maybe I should ask those who know folk wisdom. I promised Julian I'd free his beloved. Geralt, do you love someone? Yeah. I do, but that's none of your business. I know. You love Triss. Weiter oder so finde mal ins Gespenst. Kack die Wand an. Mittagserscheinung. Mittagsbraut, die ist jetzt nett. Die ist jetzt normal. Vielleicht ist ihre Animation, vielleicht hängt ihre Animation jetzt nicht. Fucking Himbeere. So genug von. Oh, das Spiel treibe ich in den Wahnsinn. Das ist unglaublich. Oh. Oh, keine Lust. Toll. Also, hat eh keine. Ich muss weiter nach einer Lösung finden. Hey, cool, das heißt, keine Ahnung, entweder wird gleich automatisch das triggern, wenn ich irgendwie ins Dorf zurückkehre oder so, oder ich muss jetzt wirklich nochmal mit Julian sprechen oder mit Rittersporn oder mit, keine Ahnung, es ist mir auch egal. Mich nervt es halt einfach, dass ich hier so viel hin und her läuft, ne, und immer dieses hier, Das macht ja irgendwie Sinn, aber irgendwie hätten sie es klüger machen können, das hat keine Ahnung. Direkt dahin gespawnt, wo man hin muss. Den Weg skippen kann. Was ist dann wirklich? Du läufst dann 10 Minuten lang bei einem Gespräch, was irgendwie eine halbe Minute, wenn überhaupt geht, und dann läufst du wieder 10 Minuten. Kannst du richtig, du bist schon Kapitel 4. Es geht nur noch Kapitel 5 und der Epilog. Und Epilog ist wahrscheinlich schon schnell abgefrühstückt. Und wird nicht so einfallslos. Das schaffst du. Du schaffst das, Leon. Wir sind ja schon in den 40ern, ne? Von Folgen her. Achso. Da ist der Eingang. Dann verschwende ich auch noch Zeit dadurch. Dorfgast raus. Da hat er die kleine neue Gange, der. Geralt? I don't know how to help Alina's soul pass on. I can't think about this. My poor Alina. I'm sure she suffers terribly.
Maybe you should get the advice of the knowing. Talk to a witch or the lady of the lake. Fuck you, eh. Farewell. Okay, Grashborn, hast du was? Geralt? Dandelion, I need to figure out how to help Alina's ghost pass on. By some stroke of chance, Alina acquired a Nehalenya's mirror, a rare and powerful mirror. Yeah, blah, blah. Alina knows who she is, but she refuses to accept her death. How can I persuade her? What if she could see her sister? One problem. As a night wraith, Selena only appears after dark. Selena. That stormy hair we all know, a hand raised to her lips. It's Alina. Alina. Her fingertips. Something's not right there. Selena sounds better. Never mind. Concentrate. You can compose a ballad later. Sometimes at night, Adam listens close. Tis Selena's, Selena's, Selena's ghost. Lovely, wouldn't you say? Yeah, lovely. I was thinking, people say art and magic are kin, right? So why don't we try poetry to keep Alina around until her sister arrives at dusk? I need you to write a poem. So, what should I write about? Death, Whoa. Dandelion. Alina is dead, and her spirit roams the fields in daytime. Somehow we have to get her to understand that she's no longer among the living. Hmm, not your everyday commission, but I'm a professional. Any instructions? Don't provoke her and no jokes. She's dangerous. I'll need time. You have until sunset. Meet in the fields before dusk. Mhm. Oh, man. Soll mit der Herrin reden? Ah, der übt schon. Oder weil es hier schon so spät ist, ne? Fucking Rittersporn, ey. Boah. Und wieder einen halben Kilometer laufen. Ja! Hab's vermisst. Wirklich. Lange her, als ich das letzte gelaufen bin in dem Spiel. Boah, ich mach mich wahnsinnig. Gerade bei der Hitze, ne? Bei der Hitze, das hältst du ja nicht aus, ey. Dann auch noch so dieses... Nicht mehr was machen können, einfach nur eine Taste die ganze Zeit drücken, nicht wissen, was man kommentieren soll. Das ist schrecklich. Das ist wirklich, wirklich schrecklich. Aha. Aha, ich treffe mir am Abend gerade schon den Pferd. Ja, komm, machen wir es gleich so, dann skippe ich dir Lady of the Lake. Was ich ja eigentlich machen sollte. Dämmerung. Die Folge ist eh bald vorbei. Zum Glück. Hoffen wir, dass übermorgen, wenn ich die nächste Folge aufnehme, ein bisschen frischer ist und ich besser aufnehmen kann. Dass ich hier meine Waffe nicht zücken kann, ne? Und einfach nicht... Oder Wölfe sind. Nicht einfach ein bisschen, ne? Schneller laufen kann. Wölfe! Mittags erscheinen. Der Spacken hat sich das eigentlich ausgedacht. Dann würde Rittersporns Ding nicht klappen und ich muss dann trotzdem zur Lady of the Lake. Ich kann mir halt vorstellen. Oh. My. So, der wird wahrscheinlich hier irgendwie sein. Mittagsbraut, ja. Gut, Leute, aber ich beende einfach jetzt hier. Ist weg, oder? Nee, doch nicht. Ich bin einfach an dieser Stelle. Ich hoffe, es gefällt. Wir sehen uns nächstes Mal wieder hier bei The Witcher. Dann erledigen wir das. Bis dahin, tschüss.